So, aber meine Herrschaften, jetzt starten wir rein in das finale Kapitel der Trine-Saga. Ich freue mich echt schon und bin gespannt, wie das werden wird. Wir starten ein neues Spiel. Was? Also mir ist ja egal, ich spiele eh solo. Also klassisch. In Kämpfen gibt es weniger Gegner und keine Elite-Monster. Es gibt Elite-Monster, oh mein Gott. Ich will die Elite-Monster haben. Ich werde zwar sterben, aber ich will die haben. Eines schönen Tages wachte Amadeus, der Zauberer, in einem Häuschen hoch oben in den Bergen auf. Er war weit weg von zu Hause, da er zusammen mit anderen Zauberern eine Zauberkonferenz besuchte. An jenem Morgen beschloss er, dem Briefkasten einen Besuch abzustatten, obwohl er dafür lästig weit zu laufen hatte. Dann auf zum Briefkasten. Die haben die Erzählerstimme ausgetauscht. Die Erzählerstimme ist eine andere. Das finde ich doof. Ich meine, wir werden damit leben, aber doof. Ich mochte die andere. Und wir müssen wieder Teile sammeln. Oh Gott. Ganz schön frisch hier. Aber eben, es ist nur noch 2D, das ist von Vorteil. Für Spieler wie mich. Zeit für eine Schneeballschlacht. Baum fällt! Lol. Ich habe einen Schneeball geworfen. Achso, das kann ich eher als Ganzes bewegen. Alles klar. Das heißt, da hinten ist nur Deko. Mit Alt, was? Also mit Alt kann ich wieder sehen, was ich alles bewegen kann. Alles klar. Oh, der respawnt. Ich habe einen Schneemann gebaut. Und ich habe ihn umgeworfen. Ich habe Olaf getötet. I feel sorry. Hallo? Are you effing kidding me? Oh, ich habe eine Kiste beschworen. Lol. Schattenbote Schnee ist nicht schön. Ich hatte den Winter schon genug Schnee. Bin froh, wenn ich ihn jetzt ein Jahr lang nicht mehr sehen muss, ey. Der Rest soll noch wegschmelzen. Bei uns in den Bergen war es heuer, also jetzt hat es nochmal einen richtig heftigen Schwung niedergeprasselt. Mit Y und X. Ah. Okay. Achso, die können so in der Schwebe bleiben. Nee, können sie nicht. Merkt ihr euch, dass ich die Elemente mit Y und X drehen kann? Ich vergesse das sowas von fix wieder. Geh weg, du blöde Kiste. Genau, Zaubi sagt's richtig. Bitte kein Schnee mehr, bitte nicht. Schnee hatten wir echt genug. Achso, und die muss ich jetzt so platzieren, dass sie halten. Alles klar. Ach, bei diesem einsamen Spaziergang durch die Wildnis vermisse ich meine alten Abenteuer. Die Nahtoderlebnisse allerdings weniger. Voll. Trine 3 hat ja mit einem Cliffhanger aufgehört und Trine 4 macht da jetzt gar nicht weiter. Vermutlich nach dem Tutorial. Alles klar. Kannst du da bleiben? Das wäre ganz charmant. Blödes Ding. Dann eben so. Ist auch okay. Und dich
so her. Oder auch nicht. Ich war mir sicher, dass das so gehen wird. Okay. Müssen wir es auf zweimal machen. Oh, so bleibt. Kann ich da jetzt hoch? Oder? Ja, kann ich. Schön. Aber hey, Zaubi, wir fühlen uns gerade wie zu Hause, oder? So viel Schnee. Bäh. Sagt sie einfach bäh. Ah, mit R kann jetzt die Gegenstände zerstören. Ja, gute alte Kistenmagie. Hilft mir aus jedem Tief heraus. Lol. Okay. Oh, arme Ziege. Puh. Hast gehört, Zaubi? Arme Ziege. Da geht's ja runter. Ah. So, was ist das jetzt? Ich hätte Margaret und den Kindern längst eine Postkarte schreiben sollen. Und warum ist dieser nächste Briefkasten nicht näher an der Zivilisation? Damit wir ein schönes Tutorial haben, lieber Amadeus. Oh nein, die Lawine von letzter Nacht hat die Brücke zerstört. Wie komme ich denn jetzt zum Briefkasten? Ziege! Eine unglaubliche Ziege. Danke dir. Einen Moment lang dachte ich schon, sie will mich rammen. Ah, so eine hilfreiche Ziege braucht einfach jeder in seinem Leben. Feier ich. Muss ich da erst hoch? Nee. Oder ist da oben so ein Tropfen? Dieses Mal sind es ja keine Triant-Teile, sondern Tropfen. Ich habe nur keine Ahnung, was die Tropfen bedeuten. Ja, komm her, du Kiste. Dankeschön. Oh. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. So. Aber wir haben ja ein bisschen Know-how mitgenommen von den letzten Teilen. Nur meine Skills sind nach wie vor bescheiden. Grundgütiger, was mache ich hier? Dankeschön. Ah, er kann keinen Doppelsprung. Oh, das hat er verlernt. Doof. Das ist ja doof. Hält sich das so aus? Nee. Knapp und knapp nicht. Dann müssen wir hier stabilisieren. Ha! Hier noch eine Kiste her. Schön. Hm, was ist das? Ein Brief für mich? Lieber Amadeus der Zauberer, wir haben eine Mission höchster Dringlichkeit für euch. Ihr müsst Prinz Silius finden, einen Schüler der Astralakademie. Er ist unter mysteriösen und gar mühseligen Umständen verschwunden. Ich? Zu launenhaft, um Zauberei zu erlernen? Ich werde zaubern lernen.
Der zweite unserer verzauberten Helden war Pontius der Ritter. Kurz vor Beginn unseres Abenteuers ging Pontius gerade seinen ritterlichen Pflichten nach. Dabei führte ihn sein Weg zum verfluchten Herrenhaus. Alles klar. Das verfallene Anwesen hatte einem jüngst verstorbenen Ritter gehört. Das sieht verkokelt aus. Nach seinem Begräbnis war dieser jedoch vom Grabe auferstanden. Als verbitterter Untoter, der nun seine Nachbarn quälte. Doch Pontius war gekommen, um dem Spuk ein Ende zu machen. Mit Schwert und Schild und der Hoffnung, dass danach ein schönes Stück Kuchen winkte. Lol. Okay, die Steuerung funktioniert noch so. Ja, lol. Sind das Skillpunkte? Haben wir wieder im Inventar? Oh, wir haben tatsächlich wieder Skills. Darum ging der Doppelsprung nicht mehr. Da sind sie wieder auf Shrine 1 zurückgegangen quasi. Oh. Und die Tropfen brauchen wir für die Verbesserungspunkte. Und Sterne für die Elementarpfeile. Okay. Schade um das schöne Haus. Das muss früher ein gemütliches Eckchen gewesen sein. Mit Feldern voller guter Sachen, die man gerne in einem Kuchen haben möchte. Wie? Spring in die Luft. Und stampfe mit S. Alles klar. Ah. Okay. Lol. Ein altes Geisterhaus. Aber ich bin ja schlau. Unsere Mittagszeit hier. Bei Tage sind verfluchte und tote Ritter viel ungruseliger. Das sagst du jetzt doch. Nein, wir haben die Flugfähigkeit auch nicht mehr. Die ist so praktisch. Die muss ich dringend wieder aufleveln. Aber ganz dringend. Wie glaubt ihr eigentlich, dass die Story bei Trine weitergeht? Das würde mich interessieren. Könnt ihr schon abschätzen, was für ein Ende wir erhalten werden? Deinen Sch... Ah! Also die Lichtspielereien sind wieder da. Wetten, wir haben auch wieder Spinnen in diesem Teil? Wie ein anständiger Ritter zu einem so elenden Schurken werden kann, verstehe ich nicht. Da gibt es nicht viel zu verstehen, Kamerad. Aber einst war ich genau wie du. Ein merkwürdiger Bursche. Nach einer schweren Verletzung konnte ich nicht mehr richtig kämpfen und wurde entlassen. Alle anderen Ritter schämten sich für mich. Am Ende ließen mich meine Freunde und meine Diener im Stich. Und ich verrottete hier in der tiefsten Provinz. Das ist keine Ausrede für böse Taten. Das stimmt allerdings, das ist keine Ausrede. Und glaube noch sind keine Spinnen da, ich spekuliere ja nur drauf. Wie komme ich da hoch? Auch wieder mit dem Lichtstrahl, oder wie? Nee. Nee, nee. Das muss ich schon so zerschlagen. So, das will das Spiel von mir. Oh.
Da muss ich schön zielen. Oh Gott, ich umzielen. Genau. Ich glaube, das Spiel verlangt ein bisschen viel von mir. Das kennt mich noch nicht. Oh, hallo. Hier bin ich, elender Ghoul. Dann komm, lass uns jetzt kämpfen. Alles klar. Oh. Ja, genau. Warum mache ich dem keinen Schaden? Ah, so mache ich ihm Schaden. Ihr hasst also das Licht, mein Herr. Da suchen wir uns mehr davon. Schieß mich ab. Ja. Verdammt. Schieß mich ab. Geht doch. Geht doch. Oh, da oben. Schön. Ist mal nicht so ein plumpes Draufhauen wie die letzten Teile. Finde ich sehr sympathisch. Oh, ein Brief an Ritter Pontius. Ich glaub's nicht. Das bin ich. Verehrter Pontius der Ritter, Held des Trine. Uns ist ein Prinz verloren gegangen, aber ihr könnt ihn dank eurer außergewöhnlichen Fähigkeiten sicher bald finden. Beschwör deinen Schatten im Traum? Sprich diesen Zauber und er erobert Prinz den Raum. Prinz Celius ist nicht unbegabt, war aber vor einiger Zeit in einen Unfall verwickelt, als er seine Kräfte anwandte. Behandelt ihn streng, doch mit Vorsicht. Unsere letzte Heldin war Soya. Wie Amadeus und Pontius war auch sie von den mysteriösen Kräften des Trine verzaubert. Das Schicksal hatte sie in eine Stadt geführt, in der fröhlich gefeiert wurde. Doch Soya hatte nicht vor, sich dem Trubel anzuschließen. Kurz bevor unser Abenteuer seinen Lauf nahm, hatte Soya die ganze Nacht mit geheimnisvollen Machenschaften verbracht. Nicht alle davon waren besonders schicklich für eine Heldin. Schön gesagt. Und schönen Abend zu Herrn Marlow. Danke, dass du reinschaust. Wie geht's da? Ich hoffe, du hast einen gemütlichen Abend. Und vielen Dank für deinen Follow 0x45d. Freut mich, dass du reinschaust. Mach's da gemütlich bei uns in der Taverne und genießen netten, entspannten Abend mit Trine 4. Wir starten jetzt rein in das Tutorial mit Zoe. Nutella-Li. Körchen. Nee, das beste Nutella-Likörchen, das es weit und breit gibt. Nach einem ganz geheimen Rezept gebraut. Während die Bewohner ausgelassen feierten, schlich Soya in schurkischer Absicht durch die Stadt. Eine gänzlich ehrliche Geschäftsfrau hätte das Haus wohl durch die Tür verlassen. Da oben waren so viele Gemälde. Die werden Wochen brauchen, bis sie merken, dass eins fehlt. Lol. Moment, jetzt rede ich schon mit mir selbst. Ja, nicht ganz so. Und liebe Grüße, Hörnchen. Freut mich, dass du zusiehst. Ist ja egal, ob mit Account oder ohne, aber mach's da gemütlich bei uns. Wünsche dir viel Spaß beim Zusehen und beim Quatschen. Und das freut mich sehr, Marlow, dass das so weit supi geht. Und ja, alter Wetter, das kann einen schon mal belasten. Ich meine, ich bin jetzt noch nicht so alt, dass ich jammern dürfte, aber die ersten Anzeichen merkt man ja doch auch.
Ah, okay. Okay, also sie kann diesen Seitwärtssprung noch. Das ist gut. Ja, das stimmt. Man ist keine 25 mehr. Kann nicht jeder so eine junge, frische Ziege sein, wie gewisse andere hier. Ja, ja, Zaube, wir wissen, dass du ein Jungspund bist. Wie kommen wir jetzt daran? Kann ich das abschießen? Nee. Ah, okay, braucht nur da bleiben, dann wird das getriggert. Okay, bis der Kreis voll ist. Alles klar. Das freut mich, dass dir das Bild auf Instagram gefällt, Marlo. Ist ja auch die liebe Zaubi drauf. Natürlich ist es ein tolles Bild. Wird aber auch nicht das einzige Bild bleiben, denn wir müssen ja unseren Jubiläumsstream im April dann auch noch groß bewerben. Weil da feiern wir schon unser einjähriges Jubiläum hier bei Fornlöck. Wir kommen zu spät zum Maskenball. Geht der denn nicht die ganze Nacht lang? Soja hatte nicht vor, sich unter die Feiernden auf dem Fest der Masken zu mischen. Auf sie wartete eine ganz andere Verabredung. Ja, schön gesagt. Ah, so geht das hier, okay. Nein, runter da. Dankeschön. Ja eben, also come on. Wer möchte mich schon sehen, wenn er eine Zaubi sehen kann? Bin ich ganz bei dir, Marlo. Kannst du? Dankeschön. Loslassen auch wieder, das wäre ganz nett. Danke. So. Ah. I see. Wer jetzt von uns beiden, Zaubi? Perfekt, Balo, freue ich mich. Freche Sprüche sind hier immer gern gesehen. Wir wissen ja, dass wir es alle freundschaftlich meinen. Lol. Lol. Ey. Lol. Seile können hier auch als Brücken dienen. Das ist neu. Was? Oh. Das ist cool. Das ist cool. Perfekt, das ist ein Deal, Marlo. Genieß deinen Lurk. Viel Spaß. Schattenbutter, ich werde so oder so verzweifeln. Das wissen wir doch beide. Was will das Spiel hier? Ah, das will es. Zuerst länger machen. Zuerst hier rüberziehen, so. Dass ich an diesen Tropfen kann. Und dann müssen wir hier eine Brücke schlagen. Seile können Brücken sein. Das haben sie cool gemacht, weil das ist neu. Feier ich. Da schaust, zwei Ballons auf einmal. Ich hab's drauf. Achso, mit S. Ah, so kann ich mich da runterfallen lassen. Okay. Wo ist denn jetzt die Klingel? Lol. Oh, und jetzt kann ich auch am Seil schießen. Das ist cool.
Das ist wirklich cool. Gern geschehen. Im Austausch für das gestohlene Gemälde erhielt Sawyer einen Beutel voll Gold. Ich wollte ihn jetzt abschießen, dabei war es unser Lieferant. Ups. Ah, ich muss eh hier rauf. Zu ihrer Überraschung plagte die Diebin jedoch ein schlechtes Gewissen. Es war doch nur ein Gemälde. Vielleicht haltet mich ja der Maskenball auf. Oh. Das will das Spiel von mir. Damn. Das heißt, ich brauche hier mal ein Seil zum Raufgehen. Und hier ein Seil zum Stabilisieren. Hey. Achso, na, stabilisieren brauche ich gar nicht. Okay. Und hey, Xanti, freut mich, dass du reinschaust. Schönen Abend. Du hast gehört, hier wäre es cool. Ja, von wem du das nur gehört hast, lieber Xanti? Ich habe keine Ahnung. Und Xanti, ich zitiere dich liebend gerne. Zaubi, 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 Zaubi. Oh, schön. Freut mich, dass alle zu diesem entspannten Spiel reinkommt. Wie gesagt, ich feiere die Grafik und den Soundtrack ja eh jedes Mal wieder. Die Hype-Hymnen kennt ihr schon von mir. Auf ihrem Weg zum Maskenball stieß Sawyer auf einen Ort, der alte Erinnerungen in ihr weckte. Es war das Waisenhaus. Ein neuer Tiefpunkt. Immerhin sieht mich keiner. Liebe Soja, verehrte Heldin, Retterin des Königreichs. Ihr müsst Prinz Silius zurück in die Obhut der Astralakademie bringen. Solange der Prinz auf sich allein gestellt ist, schwebt er in Gefahr. Diese Schatten. Es war nur ein Albtraum. Eures Erfolges harrend? Wilhelmina, Zauberin der Astralakademie und Abgeordnete des Hohen Rats. Die vielen Briefe der Meisterzauberin führten unsere drei Helden auf eine felsige und windgepeitschte Heide. Schön. Dort sollten sie Selius suchen, den so mysteriös verschwundenen... Und danke für dein Follow, Xanti, habe ich jetzt gerade erst gesehen. Bei mir hängt gerade alles ein bisschen nach. Und natürlich, Zaubi, es liegt daran, dass du den lieben Xanthius ist da schon ein paar Mal erwähnt hast. Und natürlich nicht an den 1000 Xanti, 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 Xanti von Sir Marlow. Also spätestens da hätte ich, glaube ich, gewusst, wie man dich am besten anspricht, lieber Xanti. Hier treibt sich mein Malowächen herum. Malochen? Malowächen? Wie spricht man das aus? Ich will das auch sagen. Malochen. Keine Ahnung, ich bleibe einfach bei Marlow. Voll okay. Und Marlow ist überall. Und hey 02, danke für deinen Loyak. Dankeschön. Heute ist ja die ganze große Mannschaft versammelt, ey. Freut mich mega. Freut mich wirklich. Habe ich irgendwen übersehen? Ich möchte ja alle hier begrüßen. Bin es nicht gewohnt, dass mein Chat so aktiv ist. Ich feiere es gerade richtig. Vielen lieben Dank dafür, Leute. Aber ich glaube, ich habe alle begrüßt, ja? So. Auf zu... Ah, so sehe ich die Sachen. 25 habe ich hier. Beim ersten habe ich 3 übersehen. Lol. Ist mir, glaube ich, aber aktuell egal. Sollte ich es dann brauchen, kann ich es ja immer noch später holen. So,
Sir Marlows heimliches Ziel, sämtliche Emotes auf Twitch zu sammeln, oder? Herrlich. Aber gut, wir gehen direkt rein in das nächste Abenteuer. Die schroffe Heide. Ja, Level Anfang. Ich habe das Level noch nicht gespielt. Danke. Die vielen Briefe der Meisterzauberin führten unsere drei Helden auf eine Felsen... Hat man ja schon. Hast du uns ja schon erzählt. Doch ehe das Abenteuer begann, galt es erst, alte Freunde zu treffen. Endlich waren die verzauberten Helden des Trine wieder vereint. Was ist mit Trine passiert? So ja, ich hoffe, du hast die schiefe Bahn endlich aufgegeben. Ich habe mindestens seit einer Stunde also, nichts gestohlen. Trine 3 hört mit dem Plot-Twist auf und Trine 4 ignoriert das einfach. Sawyer zu verhaften wäre ein holpriger Einstieg in unser Abenteuer. Ich glaube, wir müssen diesen verschwundenen Prinzen zu dritt... Xanthi, besser später als nie. Also, bei uns ist es immer gemütlich. Und der liebe Marlow ist der Chuck Norris Lurker von Twitch. Ah, das hast du schön gesagt. Ich habe einen Chuck Norris in meinem Chat. Ich fühle mich direkt geehrt. Ah, jetzt ist es weg, die Meldung. Alles klar. Kann ich... Ich würde euch gerne runterschießen von da. Okay, dann nicht. Muss ich das mit Kiste machen? So geht's. Haha! Alles klar. Unser lieber Sir Marlow ist einfach alles. Er ist der Hitman, er ist der Chuck Norris. Kann ich... Okay. Da kann ich nicht runter. Da brauche ich jetzt Zoe. Und wir haben einen Verbesserungspunkt. Blitzschwert, springender Blitz. Ich würde gerne... Das Drachenschild, da. Dafür brauchen wir Sterne. Oh. Nur kein Patrick Swayze. Tanzen kann ich nicht. Dann wissen wir ja, was wir dir als nächstes beibringen, lieber Marlow. Neues Ziel. Wir lernen dem Hitman in Ruhestand das Tanzen. Das Problem dabei, ich kann selber nicht tanzen. Kritische Pfeile, Schwebestampfer, explosive Objekte. Okay. Rolle? Ich mag die kritischen Pfeile. Und schon wieder zwei Flaschen übersehen. Sag ja, das ist typisch ich. Oh. Nice. Aber eben, die Sterne bekommst du vermutlich beim Level schaffen. Wo habe ich da jetzt was übersehen? Egal. So. Wie komme ich da jetzt hoch? Muss ich da überhaupt hoch? Ich will da hoch. Ah, ich kann die Gegenstände ja zerstören. Mit R. Haha! Haha! Da haben wir sogar eine große Flasche. Schön. Und rums. Ah. Seltsames Licht. Ob das Absicht ist? Ja, das ist Absicht. Aber dafür müssen wir diesen Block hier ein bisschen bewegen. Vermutlich hierher. Und hey Kuma, danke fürs Spaß wünschen und dir auch noch einen schönen Abend. Genieß ihn. Hier bringt man einer Kuh das Tauchen bei, als mir das Tanzen. Gut, dann haben wir zwei Ziele. Wir müssen einer Kuh das Tanzen beibringen. Und wir müssen Marlow das, einer Kuh das Tauchen beibringen. Und dir das Tanzen. So, nicht umgekehrt. Kann heute kein Was Deutsch mehr. Was haltet ihr von der Sache? Warum soll dieser Junge so schnell zur Akademie zurück? Vielleicht haben sie Angst, dass er entführt wird. Ein Prinz bringt sicher ein nettes Lösegeld.
Oh, da muss ich hoch. Er könnte in den alten Ruinen in Schwierigkeiten geraten. Ah, das bleibt dann so stehen. Alles klar. Dankeschön. Och nö. Wir wissen ja, wo das hinführt. Das wäre jetzt lustig. Also normalerweise sollte das ja eh so reichen. Oder? Das testen wir jetzt einfach. Ah, knapp reicht es nicht. So knapp. So? Nee. Weiter zurückstellen geht auch nicht. Das muss aber so gehen. Ach so. Und dich hierhin. Dann sollte es gehen. Haha. Ja, genau. Wir nehmen natürlich alle Flaschen mit, die ich finde. Die ich nicht finde, die... Ja, nehmen wir halt nicht mit. Eine Wippe. Oh, wie ich die Teile vermisst habe. Du hast einen neuen Brief gefunden. Oh. Ja. Lass mir lesen. Warum habe ich jetzt einen Chat offen? Gut, wir haben ihn nicht gelesen. Hin und wieder verstehe ich die Logik des Spiels nicht. Oh. Was für ein riesiger Vogel. Ich hoffe, er ist nicht gerade auf Zaubererjagd. Lesen wird überbewertet. Ja, ich denke es mir auch gerade. Wer will schon Briefe lesen? Ist ja doof. Oh, sie haben auch die alte Steuerung von ihr wieder eingefügt. Jetzt weiß ich, warum Trine 4 wieder so gehypt wird im Vergleich zu Trine 3. Die haben wirklich so die besten Sachen der alten Spiele mit reingepackt in puncto Steuerung. So, jetzt brauchen wir da drüben mal einen Block. Seile können an beschworenen Kisten befestigt werden. Das ist schön. Das sieht alles sehr giftig aus. Ah, darum ist da ein Haken. Da oben ist noch ein Tropfen. Also ich habe keine Ahnung, ob die Teile wirklich Tropfen heißen. Ich nenne sie jetzt einfach so. Für mich sind das Tropfen. Achso, brauche ich da jetzt eine Kiste? Das sind meine Tränen. Die kommen noch, die kommen noch. Also noch weine ich nicht. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis es dann soweit ist. Moment. Kann ich Kisten dann auf... Ding befestigen? Ich kann es auch einfach so machen. So. Alles klar. Und das alles für eine große Flasche. Ja, das kommt definitiv. Die Leute, die mir bei den ersten drei Teilen zugesehen haben, kennen meine Verzweiflung ja schon bei gewissen Sachen. Oh mein Gott, endlich haben die auch einen Lebensbalken, die Gegner. Dieser Rauch ist ja seltsam. Nice. Diese Wölfe sahen nicht normal aus. Alles an ihnen war einfach falsch. Hier ist Magie am Werk. Ja, Zaubi, da hast recht. Ich verzweifle bei so ziemlich jedem Game. Aber gerade Jump'n'Run verzweifle ich am meisten. Finde ich zumindest. Und bei Horror-Games, die mich einfach nur noch schrecken.
Achso, Moment. Dich muss ich hier raufbringen und dann muss ich so einen komischen Sprung machen. Xanti, glaub's mir. Unser Motto hier ist verpeilt. Verpeilt, da geht's gar nicht mehr. Wenn du das toppen kannst, verdienst du einen Orden. Haha. Achso, Moment, sie kann ja jetzt schießen, während sie am Seil ist. Das ging ja früher nicht. Er konnte sich da so herumbewegen. Hui. Und schön. Dankeschön. Oh, ich muss das jetzt echt irgendwo fixieren. Das muss ich in Stein beschwören. Steinchen. Also Blöckchen. Blöckchen, Steinchen, eh alles das gleiche. So. Jetzt hat es sich verkeilt. Jetzt können wir es in Ruhe machen. Ja, Marlo, hast recht. Aber ich glaube, ich mache es sogar im Konkurrenz. Wage ich jetzt ganz frech zu behaupten. Meine Verpeiltheit ist grenzenlos. Die Zauberer hoffen, dass wir den Prinzen in dieser Heide finden. Ich frage mich, was er an diesem trostlosen Ort will. Ich würde ja irgendwohin ausbüchsen, wo ich mehr Unterhaltung finde. Auf der Heide gibt es eine Burgruine. Vielleicht will er ja dorthin. Und schönen Abend, Jesse. Freut mich, dass du reinschaust. Oh, Moment. Wer hat hier gerade angegriffen? Gut. Ja, ich weiß, Zaubi, aber... So ein Battle der Lostheit, das wäre doch mal interessant, oder? Schön. Gibt es da drin noch was? Ja, da drin gibt es was. Och nee. So. Dankeschön. Bei uns ist alles fit, Jesse. Wir genießen den Abend mit dem schönen finalen Teil von Trine. Wie geht's dir? Ich hoffe, alles fit. Wie mache ich das jetzt? Zuerst niederschießen, dann hier hinstellen und so leuchten. Das dürfte gehen. So sollte es gehen. Oder auch nicht. Ah. Das will das Spiel von mir. Genau. Schön. Wie kommt... Ah. Sorry. Falsch. Eigentlich wollte ich, dass du die Kiste runterholst. Dankeschön. Genau das wollte ich. Ah ja. Gut, dann da oben. Ja, ich freue dich. Ich freue dich, genau. Deutsch. Ich freue mich, wenn ich dich ein bisschen ablenken kann, dass du nicht zu sehr einen Rauchkopf bekommst vor lauter Lernen.
die Heldin zu spielen. Das waren die Wölfe, nicht wir. Wir wollen nur helfen, werte Dame. Tut mir leid für das Chaos. Bitte tu uns nichts. Ich dachte, dass da auch noch ein Gegner dabei ist, die Mama. Zu ihrer großen Überraschung bot der Adler unseren Helden seine Hilfe an. Und danke für das Schokobrot, Jessie. Dankeschön. Auf ihren Rücken steigen. Danke. Oh, nice. An diese Art zu reisen könnte ich mich gewöhnen. So werden wir den Prinzen ich auch im gerne. Kann man nichts einholen. Seht, da ist die alte Burgruine. Oh je. Ja, gerade Mathe ist ganz ein heikles Thema, Jesse. Da tust mir leid. Aber auch nur in gewisser Weise, weil du hast das ja selbst ausgesucht.